Ich grüße euch herzlichst zu diesem neuen Video. Ich kann derzeit noch nicht aus dem Garten senden, außer das, was ihr gerade zu Gesicht bekommt. Ein paar schöne Bilder fange ich für euch ein. Ein bisschen hat sich die Sonne blicken lassen und der Garten glänzt an der einen oder anderen Stelle. Ich bleibe hier allerdings nur kurz. Für mich geht's weiter. Ich werde auf Tour gehen, ein bisschen übers Land fahren, euch mitnehmen, mich schon sammeln für diese Worte und was mir auf der Seele brennt und sehr wichtig ist, fokussiert euch meinen Dank auszurichten, vor allen Dingen all jenen, die mich schon so lange unterstützen, auf welcher Ebene auch immer. Ob es nun für die Seele war, ob es nun in Form eines Kommentars war unter meinen Videos, aber vor allen Dingen möchte ich all jenen danken, die meinen Ruf oder meine Rufe dieses Jahr hören und mich da unterstützen. Ja, über die Runden zu kommen, das irgendwie durch diese Zeit zu schaffen. Ich gebe mir Mühe, da wieder im Garten aktiv werden zu können, aber ja, Herz und Seele, das braucht alles so seine Zeit und ich tanke da natürlich am liebsten in der Natur auf. Da bin ich auf Landwegen unterwegs und mache da an der einen oder anderen Stelle Halt, habe hier und da eine Bank, wo ich mich mal hinsetze, das Wetter genieße und vor allen Dingen Luft tanke, frische, frische, frische Luft. Ja, derzeit ist es ja ein bisschen kühler und das pustet so richtig den Körper durch und ich merke auch, wie das meine Seele dankend empfängt. Ja, und da gibt es halt verschiedene Stellen, die ich da ansteuere. Es sind nicht nur die Landwege, sondern ich bin dann auch ja, in den Wäldern unterwegs oder an verschiedenen Spots, wo ich meine Erholung in der Vergangenheit, vor allen Dingen dieses Jahr gefunden habe, wenn es dann nicht im Garten ging. Es gibt echt wunderschöne Ecken hier bei uns, die ich genieße, wo ich wirklich tief durchatmen kann, wo ich die Natur beobachten kann, wo ich wieder ein Stück weit mehr in meine Mitte komme. Derzeit gelingt mir das definitiv besser, also kann ich gerade Positives berichten. Stück für Stück komme ich da wieder in meine Strukturen und komme auch an Baustellen weiter, die mich gelähmt haben und die mir bisher im Weg waren. Von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass es doch bald losgehen kann. Dennoch, alles braucht seine Zeit und ich lasse mich da überraschen. Ich bin aber sehr bemüht, dass ich bald wieder aus dem Garten senden kann. Aber derzeit, wie gesagt, in der Natur Erholung finden, im Inneren aufräumen, ja, auch letztendlich zu Hause die Strukturen wieder so weit aufbauen, denn bei mir ist ja einiges zusammengebrochen und da gibt es einiges, worum ich mich kümmern darf. Das wird mich aber letztendlich nicht davon abhalten, hier weiter meine Energien zu verfolgen. Nun sitze ich hier draußen, beobachte die Natur, das ist jetzt so mein Endpunkt. Bin durch den Wald jetzt hierher gelangt. Und das ist ein schöner Aussichtspunkt, wo ich auch ein paar Erinnerungen habe, die ich jetzt für mich behalte. Aber im Großen und Ganzen ist das ein super wichtiger Ort hier, in dem ich tatsächlich den wichtigsten Schlaf oder die wichtigste Erholungsphase des Jahres hatte. Das durfte ich hier erfahren. Auf kleinen 1,50 m x 30 cm hat es dann doch geklappt, so weit Energie zu tanken, dass ich nächste Schritte gehen kann und Stück für Stück bis heute mich zurückkämpfen konnte. Ja, wie geht's weiter? Ansonsten kann ich nur Werbung dafür machen. Mir fällt es etwas leichter, natürlich im Wald Videos zu drehen oder hier draußen, so wie auch dieses Video. Und ich habe noch einen Kanal, der Waldschrat. Da kann ich nur herzlichst zu einladen, da mal mitzukommen. Da findet ihr mich meistens als erstes. Dann gibt es ja noch den Kanal Hier und Jetzt. Da gibt es ganz andere Ebenen meines Lebens. Da tut sich auch sehr viel. Da teile ich auch öfter mal Privates. Auch wenn das für euch so scheint, dass ich hier gerne mal was rausbesauen. Es ist genau umgekehrt. Ich versuche so wenig wie möglich über meine privaten Dinge zu reden, die ich für mich behalten möchte. Und ich habe ganz viel für mich behalten, weil ich einfach mich auf das Positive fokussiert habe. Und daher fiel es mir auch sehr schwer, diese Videos zu drehen, in denen ich auf mich aufmerksam machen musste. Gefühlt stand ich die ganze Zeit mit dem Rücken zur Wand. Also ich mache das nicht aus Jux und Dollerei und weil ich da riesengroße Erwartungen habe, sondern weil ich einfach keinen anderen Ausweg mehr für mich gesehen habe, als irgendwie auf mich aufmerksam zu machen. Und ich bin froh, dass ich das getan habe, auch wenn das jedes Mal, wenn ich in diese Richtung gehe, sehr, sehr viel, ja, das kostet einfach sehr viel Kraft, weil es ja natürlich nicht nur die Energien gibt, die mir helfen wollen und mir ein Ohr schenken, auf irgendeine Art und Weise mich unterstützen, sondern es gibt natürlich auch jene welche, die da irgendwie bei mir
gern Energie abzapfen wollen, beziehungsweise ihre Gedanken an Mann bringen wollen, ohne irgendwie die Lage zu erfassen. Ja, es ist wie es ist. Das gehört dazu. Heutzutage ist es echt krass geworden. Da habe ich dieses Jahr auch ordentlich eingeschenkt gekriegt, auf Ebenen, auf denen ich lange, lange richtig gefestigt war und nur ganz selten mal neben der Spur. Muss ich doch sagen, dieses Jahr hat das Überhand genommen, was mir auch letztendlich einen Weg bereitet hat, auf dem ich wachsen durfte. Ich bin definitiv ein gutes Stück weiter gewachsen und habe Seiten des Lebens kennengelernt, die ich definitiv keinem wünsche. Aber es hat mich auf der Seite stärker gemacht, dass ich ein Stück weit mehr über mich selber kennengelernt habe und kennengelernt habe, was in mir steckt. Und das werde ich so weiter verfolgen. Ich habe meine drei Kanäle, ich habe sie gesplittet. Ursprünglich war alles auf diesem Kanal. Aber dann am Ende, ja, habe ich es dann doch auseinandergetüdelt, damit für euch ein bisschen mehr Ordnung herrscht, weniger Chaos. 2023 war aber pures Chaos. Ich hätte gern durchweg regelmäßig Videos gemacht, wie es auch am Anfang des Jahres war, bevor das Ganze losging hier bei mir. Wobei das davor auch schon ein Prozess war. Ja, und das gehört auch nachher dann wieder zu meinen Strukturen, dann regelmäßig in Abständen, so wie es zu meiner inneren Uhr passt, dann wieder auch mit Videos aus dem Garten zu kommen. Für mich selber gibt es keine Pause im Jahr. So. Sofern der Boden nicht verfrostet ist und man dann noch mit der Schaufel oder irgendwas reinkommt, kann man gänzlich im Garten noch irgendwas rumtüdeln und anstellen. Wobei es für mich schon wichtig ist, die Natur in Ruhe zu lassen, weil die bereitet sich vor auf die, ja, kältesten Zeiten und dementsprechend verkriechen sie sich. Da möchte ich natürlich möglichst wenig stören. Das ist meine Prämisse. Dennoch habe ich natürlich auch ein paar Pflichten noch im Garten, denen ich nachgehen möchte. Aus gesundheitlichen Gründen konnte ich das nun nicht. Und ich kämpfe mich da zurück, dass ich das bald wieder kann. Deswegen, ich hoffe, da komme ich in der Regelmäßigkeit, kann euch mitnehmen, ein bisschen anstecken. So für dieses naturnahe Gärtnern und auch so dieses sich hingeben dessen, was da ja auch die Natur mit einem anstellt und was man da so mitnehmen kann. Denn im Grunde genommen, wenn man gar nicht gärtnern kann, zeigt eben einem die Natur sogar sehr viel. Und das versuche ich auch über meine Videos zu transportieren. Anfangs habe ich mir noch Sach- und Fachvideos mal reingezogen, um zu wachsen. Das mache ich super selten, wenn ich mal was ganz Spezielles suche, wo ich doch so ein bisschen Fundament haben möchte. Ja, aber das habe ich irgendwann halt losgelassen und das hat mir sehr viel Gutes beschert. Vor allen Dingen hat mir das mal den klaren Blick eröffnet. Ja, dass doch vieles von dem, was ich vorher getan habe und auch ja, was mir so gezeigt wurde, im Grunde genommen überflüssig ist. Wenn man der Natur ihren Raum gibt und alles so ein bisschen in Harmonie und Balance bringt, die Pflanzen zeigen, wo sie sein wollen, ja, und was wo wachsen möchte. Man kann sich um den Boden kümmern, um Humusaufbau und jede Menge Ecken für Tiere schaffen. Und dann bekommt man einen ganz anderen Horizont auf das große Ganze und darf stetig wachsen und stetig mehr von der Natur kennenlernen. Ja, Mutter Erde hat schon einiges inne, das große Universum. So, nun gut, viel mehr möchte ich nicht sagen. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dank an euch da draußen. Ohne euch geht's nicht. Ich hoffe, ich darf hier weitermachen. Ich bleibe in guten Energien und wünsche euch persönlich für euren persönlichen Weg alles Gute. Ich weiß, es prasselt sehr, sehr, sehr viel von außen ein. Und genau deswegen mache ich das hier, damit das so ein bisschen in positivere Bahnen geht und ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle des Tages eine Auszeit habt, sofern ihr dafür offen seid, für das, was ich hier zur Verfügung stelle und teile. Ja, was bleibt noch zu sagen? Nicht viel, bleibt im Licht und in der Liebe, in der Weisheit, in der Ruhe. Ansonsten kann ich die Natur empfehlen, mal durchatmen, Spaziergänge, Wald. Oder halt der Garten auch zu dieser Jahreszeit. Vor allen Dingen bei dieser Frische, das macht lebendig, das spendet Kraft. Ich bin jetzt auch schon eine Weile unterwegs und mir fehlt es an nichts. Ich könnte hier noch eine Weile sitzen. Das mache ich auch gleich noch. Und dann geht es nach Hause, dann mache ich mich an den Videoschnitt und hoffe, dass ich zu morgen, jetzt haut mir ein bisschen die Stimme ab, zu morgen, dass ich dann zu morgen irgendwie dieses Video fertig kriege. Das wäre ein Traum.
Datenvolumen habe ich soweit für 24 Stunden, muss ich nur aktivieren, aber dann ist Sense, dann fehlt mir das Geld. Sei denn, der Monat hat noch eine irgendeine Überraschung parat. Ich denke aber, so oder so geht das nächsten Monat hier weiter. Dafür ist der Monat schon fast rum, aber wer weiß. Und ansonsten kann ich nur weiterhin dazu einladen, bei der Waldschrat vorbeizugucken oder hier und jetzt die zwei anderen Kanäle von mir. Gleich ist es vertreten, der Waldschrat nur nicht, auf TikTok zum Beispiel. Ich weiß, das mögen viele nicht. Ja, aber auch dort bin ich hin, weil ich halt dem Positiven mehr Raum geben möchte und ich mache den Spielplatz zu meinem Spielplatz. So gut das halt geht. Da könnt ihr mich übrigens auch das ein oder andere Mal live antreffen. Da streame ich am meisten. Ich hatte das auch hier so ein bisschen vor. Vielleicht kommt es ja heute noch über mich, dass ich irgendwo noch mal streame auf meinen YouTube-Kanälen. Aber ich werde schon à la Schuster bleib bei deinen Leisten. Das habe ich dieses Jahr erkannt. Doch hauptsächlich mit dem Hauptaugenmerk auf meinen Videos bleiben. Ich habe noch ein paar, ja, andere Hölzer im Feuer. Ich habe da noch parallel etwas, was ich mache, wofür mein Herz aufgeht, beziehungsweise was mich stark interessiert, wo es quasi schon alles offen da liegt für mich. Ich schreibe an einem Buch, beziehungsweise sind in erster Linie Aufzeichnungen für mich selber. Das hat nichts mit dem Permaculture Mind Kanal zu tun, eher mit dem Kanal Hier und Jetzt. Und das, was ich da so behandle, wobei ich dort noch nicht viel preisgegeben habe, in einem Livestream mal. Und dort möchte ich weiter wachsen, das werde ich auch da noch teilen. Ja, mehr werde ich darüber noch nicht erzählen, weil in erster Linie mache ich das für mich und möchte mir da keinen Druck auferlegen. Ich glaube, soweit kann ich darüber reden. 35 Seiten habe ich schon voll und definitiv auch ein intuitiven Plan, wie es weitergeht. Ich mache mir da gar keine Sorgen, ist alles schon da. Ich weiß genau, wie das aussehen soll. Muss das nur nach und nach aus meinem Körper rausholen und mich da noch inspirieren lassen und die Einflüsse genießen. Ja, und dann kommt da vielleicht was raus bei. Das wäre eine gute Sache für mich. So viel kann ich verraten. Aber wer weiß, wie sich die Welt weiter dreht. Jetzt haben wir erstmal Richtung Wintereinkehr eine Phase, wo es nach und nach ja, immer dunkler wird und Zeit der Einkehr, der Reflexion, des Loslassens. Das ist so der Weg, den ich gehe und den wir eigentlich kulturell schon immer so ein bisschen inne hatten. Aber ja, ich kann das nur anstoßen, so ein bisschen aus meiner Sicht. Vielleicht stecke ich den einen oder anderen mit diesem Weg an und komme da mehr so ein bisschen in das Verarbeiten und in die ja, energetisch positivere Zone. So, Wünsche sind raus. Das war eine kleine Verlängerung. Nochmal, bleibt im Licht und in der Liebe. Kommt in die Weisheit. Was bringt euch Wissen, wenn der Kopf voll ist und sich immer alles um Gedanken dreht? Mit der Weisheit kehrt da Ruhe ein. Das ist mein Tipp. Ansonsten macht den Kopf frei. Geht raus, lasst das Handy zu Hause. Atmet mal ordentlich durch und klärt die Sachen, die so im Herzen stecken. Das muss ich auch. Das ist der einzige Weg, den ich sehe. Und ja, euch alles Gute. Bis dahin, jetzt bin ich wirklich raus. Tschüss und weg.